Und damit ein Moin Moin und herzlich willkommen zurück hier bei Lego Harry Potter. Und ja, wir gehen direkt Geschichte fortsetzen. Ah, genau. Wir haben ja Quidditch gespielt in der letzten Folge. Ich erinnere mich. Das ist nämlich ein wenig her, deswegen wundert euch nicht. Gib her! Danke. Mehr wollte ich doch gar nicht. So. Ach, ach. So, bin mir auch gerade gar nicht sicher, ob wir die schon machen können, aber ich glaube nicht. Aber so wenig wie das. Auch die Musik. Oh. So gut. So, was jetzt ehrlich gesagt auch gerade gar nicht, wo wir hin müssen. Ich glaube jetzt einfach mal wieder zurück. Hört sich zumindest in der Theorie nach einem guten Plan. ach so, ja. Immer dem Geist nach. Da war ja was. Bitte, warte mal. Apropos Vielsafttrank, den wollten wir doch machen. Ja, was mit dem? Mach auf. Was ist das? Oh, sorry. Ja, so. Also nicht. Ja gut, ist doch egal. Gehen wir. Okay, gut. Gehen wir wieder zurück. Ich vermute mal, dass wir dann direkt auch mal eine Unterrichtsstunde haben. Blip, 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 blip. Gut. Auf. Oder eine Katze. Das ist beschwert. Ah, wie gut. Aha! Warum spiele ich den? Den wollte ich gar nicht. Gib mir den. Genau. So kann man es auch machen. Die verbotene Abteilung. Und sind wir mal unsichtbar freigeschaltet. Sind wir mal. Ja, okay, komm. Sind wir mal ehrlich. Hätten wir die Möglichkeit. Und hätten einen Unsichtbarkeitsumhang. Wir würden alle keine Heldentaten damit machen. Aua. Das Buch hat mich umgebracht, verdammt. Ich wollte nicht die Katze, ich wollte das. Geh weg. Achso. Ich denke wahrscheinlich, ja, komm. Oh. B. B. So. Ja. Schneller geht's nicht, ne? Irgendwas machen mit dem? Nö. Ich dachte, man kann es wenigstens zuklappen. Kann ich denn dann auch? Ne, kann ich nicht. Alles klar. Natürlich nicht. Bin ich schön, dass Harry jetzt unsichtbar ist.
Ron nicht, aber mich ja das nicht interessiert, weil ich ja unsichtbar bin, ne? Weil ich ja der Spieler bin und Ron halt, ja. Ihr wisst, was wir machen. So, kaputt machen. Nochmal kaputt machen. So. Ich frage mich gerade. Muss ich auch hier wieder wechseln? Das nervt mich immer. So, kann ich. Nein, das wollte ich nicht. So, was ist denn jetzt? Damit kann ich nichts machen. Bin ich gerade zu blöd? Scheinbar. Das kriege ich auf jeden Fall. Ja. Okay. Ich muss gerade selber noch. Nicht die Dinger. Ich kann die ausschütteln, aber. Ich habe mir was Besseres erhofft. Okay, ich habe eine Idee. Sieht doch zumindest danach aus, was wir jetzt gerade machen müssen. Gehe ich mal von aus. So. Nein, du blöde Sau. So. Dann. Ich einmal hier drauf. Nice. Ach, so. So. Okay. Alles klar, kann ich da jetzt so hoch? Ich habe jetzt auf jeden Fall eine Blume. Was war gerade nicht, ja, ich weiß, glaube ich, in etwa, wo die hin muss. Mal gucken, wenn ich mich beeile, komme ich an dem Buch vorbei. Ja, okay, gut. So. Öpp. Dann einmal das Ding rein. So. Ich konnte das Ding. Achso, ja, sagt, das hilft mir jetzt. Jo. Und jetzt? Komm. Wie komme ich denn jetzt, ganz blöd gesagt, nach da oben? Auf die linke Seite? Bücher, die Stühle leuchten zwar, aber ich kann mit denen nichts machen. Ich glaube, ich bin gerade einfach nur zu blöd. Ich sehe das ganze Bild nicht. Oh, das Ding sehe ich aber. Hup. Hup. So. Oh, voll die bedrohliche Musik, weißt du nicht. Ich mache hier einfach, einfach überhaupt nichts Bedrohliches. So, okay, üben wir auf jeden Fall. Was ist, wenn ich das wirklich komplett kaputt mache? Dann passiert ja auch nichts Tolles, okay. Gut. Genau. Ich sehe was, was du nicht siehst. Oder was ihr wahrscheinlich schon mal gesehen habt. Ist auch egal. So, ist es. Was ist denn hier mit? Das Spiel mobbt mich. Bin ich nicht okay. Ich. Wow. Okay. Ich muss jetzt dahin kommen. Aber. Es ist bestimmt sowas von super simpel und ich bin halt einfach nur zu blöd, um das zu sehen. What the fuck?
Okay. Diese fucking Bücher auch irgendwie. Ja, kann man gar nichts mitmachen. Kamera kann ich auch nicht drehen, deswegen kann ich. Oh, so blöd. Wie man sieht. So blöd. Okay. Das bockt. Boy. Ups. Sonst ist da. Könnte theoretisch auch einfach mal. Ganz hoch bekommen, kann ich damit irgendwas? Nö. Dann kann ich mich aber zumindest ein bisschen schneller umher bewegen. Kann es sein, dass ich diesen Bücherstapel einfach umschmeißen muss? Ich bin mir ganz selber gar nicht sicher. Ich kann das nicht benutzen. Ich kann hier nichts mitmachen. Okay, der braucht irgendwas in die Hand, damit ich. Was? Das Ding. Aber. Ich konnte das Ding nicht anheben. Blöd dafür. Ach nö, ey, komm, verpiss dich. Ich bin grad. Verpiss dich doch, Mann. Ey. Meine Fresse. So. Ich bin da gerade ehrlich gesagt echt zum Glück hier. Was? Ich meine, was soll. Jetzt auch nicht weiter geholt. Hä? Ich muss die Schnauze halten. Ja, das ist so schön, aber. Da kann ich auf jeden Fall. Hä? Komm, verpiss dich. Also hier mit dem Käfig haben wir auf jeden Fall was. Ich kann mir gut vorstellen, dass der Käfig irgendwo in seine Hand rein muss. Oder so, aber. Was soll der Bäh? Guck, damit kann ich auch nichts machen. Ja. Obwohl das leuchtet. Winkel, Winkel. Was soll das denn? Ich habe keine Ahnung, was das Spiel von mir will. Ich habe keinen gelassen Schimmer, was jetzt von mir erwartet wird. Ich leck mich doch am Arsch, ey. Sag ich doch, dass die Bücher runter müssen. Meine Fresse. Hä? Ach komm. Ey, ich hab's geschafft.
Ich würde mich ja jetzt selber feiern, aber das hat einfach zu lange gedauert. Das ist schon fast peinlich. Ach, das sollte Eis sein. Okay. Oh, zack, zack. Haben wir da irgendwas? Hüpp. Hüpp. Ja. Hüpp. So. Gib mir das Eis. So. Ja, kann ich das Ding dann jetzt? Verpiss dich! So, jetzt haben wir das Problem, dass wir eine rote Spinne brauchen. Komm schon. So, das ist das einzige Spinnennetz, das wir hier haben. Auch keine rote Spinne. Vor allem, was ist das denn bitte für ein Bild? Sleeping Beauty. Ja, kann ich das hier noch aufmachen? Nö. Warte mal, guck mal, das habe ich noch im Augenwinkel gesehen. Bücher kaputt machen, ich hab Bücher kaputt gemacht. Ja. So. Das geheime Rezept in diesem Spiel ist einfach alles anzuschießen. Nice. So. Endlich raus aus dem scheiß Raum, ey. Meine Fresse. Ich muss ja in dem Level eindeutig mit Harry spielen. Das noch nicht? Kann ich hier nicht rüber? Ja. Hauptsache erstmal fragen und dann probieren. So habe ich das doch gerne. Aha. So, nehmen wir jetzt ein Teil. Wo ist das Teil hin? Das ist auch der Schlüssel. Ich finde das schön, dass er auch direkt so faul ist und das Ding nicht mehr selber trägt. Ja, da. Das war jetzt ein richtig schweres Rätsel. Ein richtig schweres Rätsel. Hätte ich beinahe nicht gelöst. So den Raum zuvor. Und so, da nehmen wir den Schlüssel. So, es ist ein Schlüssel, ja. Den Schlüssel kannst du in die Hand nehmen. Den musst du nicht, lauf einfach an dem Typen vorbei, der, der sieht dich schon nicht. Er ist alt. Zumindest ein paar Sachen. Also ich glaube, das ist echt blind. Ist offensichtlich, wie ich hier gerade rumspiele. Schon nicht mehr feierlich. Gut, egal. Freut mich, aber. So. Nein, geh weg. Aha, ausgetrickst. Aha. Parkour. Parkour, Bitch. Oh, wie aggressiv der hinterher, Leute. Ciao.
Folgt er mich immer? Oh. Oh. Das ist schon ein bisschen gruselig irgendwie. Kann ich? Ich bin weg. Warum sieht er mich? Ja, unsichtbar. Warum wirkt er mich? Achso, kann ich denn. Aha! Okay. Ja. Ich meine. Was soll ich machen? Ich will ohne Harry weiter spüren. Brauche ich wohl eindeutig nicht. So, Och Mann, ich will doch nur. Danke. Hi. So. Ach, guck mal. Das wäre mir schon fast gar nicht aufgefallen, dass ich mit dem Ratterichter auch hin kann. Oder hin muss, eher gesagt. So, zack. Und rein da. Zack, zack, zack. So. Hüpp. Hüpp. Achso. Ich kann mal ohne Harry weiter, ne? Ich brauch den ja nicht. Oh. Ich hab ihn wirklich nicht gebraucht. Headless Horseman. Okay. Ja, auch 1 von 3. Das finde ich nett. 2 von 3. So. Ich sammle das Ding ein. Was das jetzt ist. Zack. 3 von 3. Und damit zumindest Lizarin. Das beste Haus. Gut. Also viel mehr Möglichkeit haben wir ja gerade auch gar nicht. Das müssen wir einmal. Blöp. Okay, viel mehr gibt's jetzt auch nicht. So, und jetzt? Ich schon wieder. Ich bin jetzt tatsächlich schon wieder an eine Stelle angelangt, wo ich nicht weiß, wie man das. Langsam wird's peinlich. Guck mal, ja, was willst du? Hi. Ja. Seh dich. Und jetzt? Achso. Ah. Oh, ein Spiegel. Nein. Ja. Dachte kurz eben, die Mutti ist nackt. Level abgeschlossen. Ah, wir sind jetzt so einem Dreiviertel wahrer Zauberer. Nice. So, und damit beende ich mal die Folge. Vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, auch wenn es ein bisschen. Ja. Peinlich war. Aber so ist das nun mal manchmal. Ne? Also vielen, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao.